von Berliner Bündnismontagsdemo. Es gab mal eine Zeit, als ich an den Kapitalismus geglaubt habe oder vielleicht auch einer seiner größten Fans war. Natürlich wusste ich als Jugendlicher schon, dass die bösen Kapitalisten mir niemals nur annähernd so viel Geld für meine Arbeitskraft gegeben haben, wie sie wert war. Aber das hat mich nicht gestört, weil man damals die Möglichkeit hatte, mit geringem Arbeitsaufwand ein sorgenfreies Leben mit allem möglichen Luxus zu führen. Natürlich gab es damals schon Verrückte, die jedes Wochenende durchgearbeitet haben und früher an einem Herzinfarkt verhindert sind. Früher musste man bei diesen Verrückten nicht mitmachen. Heute wird das von einem, wie selbstverständlich von einem verlangt. Seitdem sich Gerhard Schröder mit dem kriminellen Peter Hartz seine Agenda 2010-Gesetze geschrieben ließ und mit dem Verräter Joschka Fischer die Gesetze umgesetzt hat, gehen die meisten Arbeiter nur noch für ein geringes Trinkgeld arbeiten. Zu diesem Zeitpunkt hat die Regierung behauptet, dass mit der Agenda 2010 die Arbeitslosigkeit und die Staatsverschuldung bis zum Jahr 2010 um die Hälfte verringern lassen würde. In Wahrheit wurden die Arbeitslosen und Arbeiter mit diesem Gesetz bekämpft, damit Großaktionäre, Banker und Spekulanten riesige Gewinne einfahren konnten. Frau Merkel hat diese Politik noch verstärkt und plant mit der Einführung der Bürgerarbeit, dass zukünftig alle Arbeitslosen mit Hilfe der sogenannten Bürgerarbeit Zwangsarbeit für ein paar superreiche Schmarotzer leisten müssen. Das hat nichts mehr mit Demokratie zu tun. Das ist die wahre Diktatur des Kapitals. Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg haben sich für Demokratie und Rechte der Arbeiter eingesetzt und sind dafür gestorben. Jeder Arbeiter, der heute rücksichtslos für einen Hungerlohn vom Unternehmer sich ausbeuten lässt und sich dagegen nicht wehrt, hat meiner Meinung nach das Andenken von Karl und Rosa verraten. Beim Berliner Bündnis Montagsdemo, wo völlig unterschiedliche Leute mitmachen, wie zum Beispiel Anhänger der sozialen Marktwirtschaft, Sozialisten, Marxisten und so weiter, habe ich gelernt, wie wichtig es ist, dass sich jeder Einzelne von uns gegen Unterdrückung durch die Wirtschaft und Politik wehrt. Deshalb treffe ich mich seit 8 Jahren jeden Montag 18 Uhr am Alexanderplatz an der Waldzeituhr, um mit meinen Freunden von der Montagsdemo für eine Politik zu kämpfen, wo der Mensch und nicht der Profit im Mittelpunkt steht. Danke! Wacht auf, Verdammte dieser Erde, die stets mal noch zum Hunger zwingt. Das Recht wie Glut im Krater Erde, nun mit Macht zum Durchbruch dringt. Einen Tisch macht nicht. Die Stärksten der Partei, die
vertrieben haben. Schein und die Sonnen ohne Unterlass. Fällt dahin die Signale auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Fällt dahin die Signale auf zum letzten Gefecht. Ich und persönlich auch mein Genossen neben mir wurden öfters von Faschisten überfallen, auch brutalst angegriffen und zusammengeschlagen. Es waren mehrere Sachen, die auch gesagt wurden, zum Beispiel auf der Rebellseite, wo auch solidarische Grüße kamen. Und wir finden das einfach mal eine Frechheit, wie auch mit uns behandelt wurde und vor allem auch wie die Polizei mit uns umgegangen ist. Also wir waren ja bei mehreren Fällen bei der Polizei gewesen und als ich zum Beispiel auch vor einer Demo in Reform, also in Stadtteil von Magdeburg, angegriffen worden, stand der Staatsschutz bei mir vor der Haustür und hat gefragt, ja, wo waren Sie denn? Da und dort. Waren Sie denn bei der MLPD-Kundgebung? Waren Sie denn da gewesen? Und etc. Sie wohnen aber als Kommunist komisch in einem großen Haus. Da war ich halt bei dieser Sache gewesen, wo die mich als Zeugen eingeladen haben. Und da saßen zwei vom Staatsschutz neben mich und haben mich da aufs Übelste ausgefragt, haben versucht, die Faschisten wirklich mit allen Methoden zu schützen. Sie sagt, ja, woher wissen Sie denn wissen, dass das Faschisten sind? Wie wollen Sie denn das dann wissen? Und so haben sie dann über Beweise. Und dann habe ich gesagt, okay, da gibt es vielleicht entweder, habe ich eine Meinung, dass das welche sein könnten, wo ich wüsste, dass sie sind. Dann haben sie gesagt, ja, wo wollen Sie das denn wissen? Und wenn Sie das jetzt sagen, könnte es auch eine Falschaussage sein. Also die haben mich komplett kriminalisiert, haben mich versucht, zwischen und griechischen Dönerladenbesitzer gefragt, wer könnte denn das sein? Und sie vermuten, es wären auch welche aus der rechten Szene. Und die anderen sagen, die Polizei sagt, nein, das könnten keine aus der rechten Szene gewesen sein. Ich glaube, das waren eher aus dem Mafia-Bereich und so. Da finde ich es einfach eine Frechheit, dass einfach andere Migranten angegriffen werden und die Faschisten geschützt werden. Und ich bin persönlich für die sofortige Auflösung des Verfassungsschutzes, denn das ist eine terroristische Organisation hier in Deutschland und für das Verbot einer faschistischen Organisation. Das machen wir alle zusammen. Ayata, Ayata, Antifaschista! Ayata, Ayata, Antifaschista! Ja, aber warum ist er weg?